Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Vor kurzem hat die liebe Rebecca von Seelenleuchtturm mit mir ein Interview geführt. Und zwar geht es um das Thema Wahrträume oder Träume im Allgemeinen. Also bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's zum Interview. Bis bald, eure Alex. Herzlich willkommen. Heute bin ich mit der lieben Alexandra hier und möchte gerne über ein ganz besonderes Thema sprechen. Achtsamkeit hat ja viel mit Bewusstsein zu tun, aber auch Unterbewusstsein. Und hier kommt so ein bisschen die Energieerholung durch Schlaf. Und was wir machen im Schlaf, ist oftmals träumen. Ja, wir träumen wahrscheinlich auch tagsüber, wird die liebe Alexandra gleich sagen. Und da möchte ich jetzt die ganz herzlich habe ich sie eingeladen, dass sie über Träume mit mir so ein bisschen drüber spricht. Ich habe einige Fragen mit eingepackt. Hallo, liebe Alexandra, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hallo, Rebecca, und ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich bin schon total auf deine Fragen gespannt. Natürlich geht es um mein Thema Träume oder auch Wahrträume. Genau. Dann berichte doch gerne erstmal, damit die Zuschauer überhaupt wissen, was sind Träume, so kurz und knapp. Ja, Träume stammen aus, so wie die Wissenschaft sagt, aus unserem Unterbewusstsein. Das heißt, alles, was wir im Tagbewusstsein erleben, wird im Unterbewusstsein gespeichert und somit in die Träume übertragen. Super spannend. Gibt es Unterschiede zu Träumen? Ah, Träume. Also es gibt so viele unterschiedliche, ich sag mal, Nennungen wie Albträume. Das kennt jeder. Oh, da habe ich irgendwas Komisches geträumt. Das war gar nicht schön. Es gibt luzide Träume. Es gibt Klarträume. Ja, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Arten von Träumen, die eben auch die Wissenschaft mit unterschiedlichen Namen benennt. Super spannend. Also Albträume, ich glaube, das möchte, glaube ich, nicht jeder gerne. Ist so dieses, als Kind ist es wahrscheinlich so dieser Klassiker, der Monster unter dem Bett oder im Schrank. Gibt es da so ein, zwei Hinweise so zu Träume, so Varianten? Hast du gesagt, das ist ein ganz großes Feld. Kann man das so auch nochmal ganz kurz kompakt machen? Oder ist es eher tatsächlich so, dass es gar nicht möglich ist, in so einer kurzen, kompakten Antwort zu geben? Nee, also kompakt ist das ein bisschen schlecht. Bei mir ist es ja so, ich habe Wahrträume oder Prophetieträume auch genannt, weil, wie gesagt, die Wissenschaft unterscheidet da nicht drin, also die kennt auch diesen Ausspruch Wahrträume gar nicht. Sie zieht das immer mit Klarträumen und luziden Träumen gleich. Und damit meint sie, dass ich träume und weiß, dass ich träume und diese Träume beeinflussen kann. Also sie meint, dass ich zum Beispiel jetzt mein Tagbewusstsein, eine Situation da habe, die ich mit in die Träume nehme. Das Unterbewusstsein speichert ja immer alles, was ich im Bewusstsein, also am Tag, so erlebe und nehme das eben mit in die Träume rein und sehe das dann so. Das ist, da denke ich halt, okay, bin ich jetzt wach oder träume ich jetzt? Das weiß ich in dem Moment nicht. Und da gibt es Möglichkeiten, um das herauszufinden, ob ich träume oder ob ich nicht träume. Zum Beispiel, indem ich hochspringe im Traum und merke, dass ich dann sozusagen in der Luft stehen bleibe. Oder ich schaue mir meine Hände an und dann
Ist das so, dass ich meine Hand nicht oder meine Finger nicht genau sehen kann, sondern die erscheinen so ein bisschen wie hinter einer Wolke? Und das sind so die Möglichkeiten, wo ich eben im Traum sehen kann, dass ich träume. Ein bisschen komisch erklärt, aber das sind so diese ja, Differenzierungen, ob ich im Bewusstsein bin oder im Traum. Bewusstsein, Unterbewusstsein. Super spannend. Du hattest ja auch gesagt, du träumst ja schon sehr, sehr lange, schon als Kind. Und da ist ja bestimmt viele neugierige Fragen, aber dazu halt, kann man diese Träume effektiv nutzen? Hast du da mal ein ganz klares Beispiel, wie du in deinem Alltag oder in deinem Leben schon mal ganz klar deine Träume effektiv genutzt hast in den Alltag? Also, ich will da nur mal ein kurzes Beispiel geben, wie es vorher war. Also, das ist, du hast recht. Wir haben ja auch schon mal ein kurzes Vorgespräch gehabt. Und zwar, ich habe diese, ich sag's mal, Wahr- oder Prophetieträume schon seit meiner Kindheit. Ich habe, also, das waren immer schreckliche, also, man kann Albträume dazu sagen, aber die haben eine ganz andere Qualität. Und zwar, dass die so aufgetreten sind, ich habe sie dreimal hintereinander genauso geträumt, wie sie dann auch 1 bis 3 Wochen später eingetroffen sind. Diese Träume haben immer von Unfällen, Naturkatastrophen und dergleichen gehandelt, aber es haben auch oft diese Träume nahestehende Personen betroffen. Ich kann mal nur ein kurzes Beispiel, weil das mein eigener, ich sag mal, Unfall war, den ich geträumt habe. Da war ich 17 und diesen Traum hatte ich, wie gesagt, dreimal hintereinander und habe eben genau Punkt für Punkt den Ablauf meines Unfalls sozusagen geträumt, wie der passiert ist. Zum Beispiel, was ich anhatte, aus welcher Situation überhaupt diese Fahrt mit dem Auto zu dieser, ich sag's mal, zum Augenarzt musste ich damals, wie ich da hingekommen bin, mit wem ich gefahren bin, beziehungsweise wer mich gefahren hatte, mein Freund damals mit dem Auto. Wir hatten damals einen Ford Fiesta, hatte er gehabt, einen roten. Und wie gesagt, das war alles ganz genauso beschrieben in diesem Traum. Und diese, ich sag's mal, wie sich das darstellt, weil man das immer in Bezug zu luziden oder Klarträumen hat, das ist nicht so. Also das erscheint so ein Wahrtraum oder ein Prophetietraum, erscheint immer so wie ein plötzlicher Blitz in einem Traum. Also man träumt ganz normal und wie gesagt, ich weiß immer, wann ich träume oder dass ich träume. Und wenn ich aber so einen Wahrtraum habe, ist praktisch wie ein Cut von dem normalen Traum und es geht dann rüber in diesen Wahr- oder Prophetietraum mit allen Gefühlen und Sinnen, die man hat. Das heißt also, ich rieche dort in diesem Traum. Ich schmecke in diesem Traum, ich fühle ganz extrem in diesem Traum. Also alle Sinne, die man halt im Tagbewusstsein hat, werden dort, fühlt man dort auch. Und deswegen kann man das genau unterscheiden, ist das ein Prophetietraum oder ist das ein anderer Traum, Klartraum, luzider Traum und so weiter. Und wie gesagt, es war früher so, dass ich das dreimal hintereinander geträumt habe und dann ist das auch eingetreten. Genauso wie es ist. Und bei mir war das eben so, ich habe immer versucht, auch die Leute natürlich vorzuwarnen. Ich wusste nicht, dass das ein Einblick in eine andere Dimension oder in eine andere Zeitlinie ist, die man einen kurzen Blick bekommt, wo man da eben hineinschauen kann. Und das ist eben dieser Unterschied. Und die Frage, die du ja vorher gemacht hast, kann ich das beeinflussen oder konnte ich das auch mal mit in das Tagbewusstsein mit reinnehmen? Mittlerweile ist das so, ja,
Wenn ich zum Beispiel vor einer Prüfung stehe oder vor einem Meeting, wo ich vor mehreren Leuten sprechen muss oder darf, dann war das so oder ist das so, dass ich mir dieses Gefühl und diesen Termin mit in meinen Raum nehme. Also es das heißt, wenn ich schlafen gehe, denke ich darüber nach und bitte meine Energien, die mir halt diesen Traum bescheren, darum, mir erstmal, ich sag's mal, die Angst oder die Aufregung zu nehmen und mir zu zeigen, wie der Ablauf ist. Und das funktioniert gut. Das ist eine Übungssache. Also generell ist das so, wenn ich sehr viel träume und ich möchte mich daran erinnern, ist es immer ratsam, so mache ich das schon seit meiner Kindheit, die Träume aufzuschreiben. Man kann sich aber immer nur zurückerinnern, wenn man sie direkt nach dem Aufwachen aufschreibt. Dann hat man so ein kurzes Zeitfenster, ich sage vielleicht mal 10 Minuten, weil man ist noch in dieser Aufwachphase, wo das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein und oder mit dieser mit dem Tagesaufmerksamkeit noch sehr verbunden ist. Und da hat man eben die Möglichkeit, das aufzuschreiben. Das ist also das, wie ich jetzt meine Träume zum Beispiel fürs Tagbewusstsein nutzen kann, indem ich sie eben, bevor ich schlafen gehe, diese Gedanken mit in die Träume oder in meine Traumphase mit reinnehme und ich dann oft gezeigt bekomme, wie der Ablauf dieser, ich sag mal, Tagung oder des Vortrags ist und mir somit dann auch die Angst oder Aufregung genommen wird. Ja, super spannend. Da hast du tatsächlich mir schon eine Frage schon beantwortet. Und zwar, trainiert man, kann man Träume trainieren? Du hast ja ganz klar gesagt, ja, wenn man sie erstmal aufschreibt, überprüft. Und da ist jetzt meine kleine Neugier. Wenn du sagst, du hast jetzt vielleicht mal deinen eigenen Unfall geträumt, wird ja bestimmt jetzt die Frage kommen, ja, warum hast du es nicht für dich verändern können? Geht das dann? Also du kannst generell alles, was an Wahrträumen ist, nicht verändern. Das musste ich leider schmerzlich feststellen, weil ich einige Bekannte, Freunde in der Umgebung, also in meiner persönlichen Umgebung verloren habe. Ich das geträumt habe und ihnen das mitgeteilt habe. Also ich wusste ja damals nicht, dass es einen vorbestimmten Lebensweg oder Seelenplan gibt. Da können wir dann auch vielleicht noch mal in einem Live-Interview zu dem Seelenplan dazu was sagen, aber das nur jetzt in Kürze. Und ich habe halt, also ich war halt da so unbedarft. Mich hat das sehr fertig gemacht und ich bin dann immer direkt zu den Personen hin und habe gesagt, oh, ich habe das geträumt. Die wussten teilweise meine Gabe, wie man es auch immer sagen mag. Also viele haben gesagt, oh toll, aber ich finde das immer noch nicht oh toll, weil ich halt immer, wie gesagt, Katastrophen geträumt habe, zum Beispiel auch die jahrelang geträumt habe, dass die in New York eben diese Türme da mit Flugzeugen oder was es auch immer war, eben da einstürzen. Da war ich dann auch, wie gesagt, man ist da hautnah dabei, man kriegt das eben alles mit. Und ja, das war halt immer das Problem. Ich dachte, ich sag denen das einfach, aber ich habe halt immer gesehen, dass das halt so eingetreten ist. Ich habe es ja auch bei meinem Unfall so gesehen und ich konnte nichts dran ändern. Mein kleines Beispiel zu meinem persönlichen Fall. Ich habe geträumt, was ich anhatte bei meinem Unfall, also bevor das passiert ist, und habe versucht, erst mal den Termin zum Augenarzt abzusagen. Das hat nicht geklappt, wie auch immer. Also ich habe da angerufen und die waren ganz böse dann sogar zu mir, haben gesagt, der dürfte nie mehr wiederkommen und so weiter und so fort. Also das war schon mal das Erste. Da habe ich gedacht, okay. Mache ich halt. Also der Traum ist immer so abgelaufen, dass er kurz bevor, also ich habe zwar alles gesehen, wie und was ist passiert, aber ich habe nicht gesehen, was das Ergebnis ist. Bei allen anderen Träumen, die ich jetzt von Bekannten hatte, habe ich zum Beispiel gesehen, dass sie sterben. Und bei mir war der Cut,
immer kurz vorher. Und ich wusste ja nicht, was passiert. Und genauso war das auch. Ich habe versucht, andere Kleidung anzuziehen. Aber irgendwie, hört sich blöd an, aber irgendwie war es dann doch so. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht macht das einen Sinn, genau diese Kleidung dann anzuziehen. Vielleicht schützt mich das vor irgendwas, weil es war Hochsommer und ich hatte eine Lederjacke an. Und ich habe dann gedacht, warum soll ich die Lederjacke anziehen? Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und die hat mich auch davor geschützt, dass, ich sage es mal, Schlimmeres passiert ist. Also es war so, dass wir gefahren sind und da kam uns ein LKW entgegen und aus dem Anhänger hinten, aus dem LKW, wir haben einen Steinbruch da in der Nähe gehabt und aus dem Anhänger, der war leer, sprang ein großer Sandstein heraus auf die Straße und ist uns über die Motorhaube bei mir auf meine Seite, wo ich als Beifahrer gesessen habe, in die Scheibe reingekracht. Und so habe ich das immer gesehen. Und das war dann auch so. Es kam auch so. Man kann sich ja vorstellen, wenn es ein großer Sandstein ist, der normalerweise wo rausspringt, bei 100, wir sind 100 gefahren, der LKW, der uns entgegenkam, ist mit Sicherheit auch so gefahren, vielleicht 80, ist egal, aber trotzdem, es hat ja eine ganz große Fluggeschwindigkeit und ist auf den Boden gekracht und hätte normalerweise zerspringen müssen. Ein Sandstein hält das nicht aus, hat er aber. Und der war so ungefähr, ich sage jetzt mal, vielleicht Fußball groß, na, nicht so ganz groß, also er war relativ groß. Und ist dann auch bei mir in die Beifahrerscheibe rein. Und ich habe dadurch, dass ich meine Lederjacke anhatte, mich zur Seite gedreht und hatte mein Gesicht vor diesem Zerbruch der Scheibe und des Steines schützen können. Den Stein hatte ich nach diesem Unfall auf meinem Schoß liegen. Und es war nur ein Loch in der Scheibe und ein bisschen war halt die Scheibe kaputt und ich hatte eben die Glasscherben an der Seite, auf der rechten Seite in meinem Gesicht und in den Haaren hängen. Aber normalerweise hätte die Scheibe ja komplett bei so einem Aufschlag komplett zerspringen müssen. Ist sie nicht. Und deswegen, das hat mich halt auch gerettet. Also es ist mit Sicherheit auch, wie soll ich sagen, gut gewesen, dass ich dann das so doch gemacht habe, das, was ich angezogen habe, was ich habe anziehen sollen während des Traumes, eben wegen dieser Vorausschau. Aber wie gesagt, alle anderen hat es leider nicht gerettet. Das hat mich halt sehr, 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 sehr belastet, mein ganzes Leben schon, weil ich halt solche Situationen vorausgesehen habe und ich sie nicht verändern konnte. Man kann da ja wirklich sagen, eine wunderbare Gabe mit aber einer sehr großen Herausforderung beziehungsweise auch Verantwortung. Also man kann dann ja sagen, vielleicht auch Thema Medium, das ist dann ja auch nochmal etwas anderes, aber Medium kann ja auch sowas voraussagen, vorausschauen. Und bei deiner besonderen Gabe ist es tatsächlich ja auch so, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung bekommt auf diesem Leben, dem wir jetzt gerade sind. Und so zum Abschluss, es sind super spannende Themen und ich danke dir wirklich erstmal sehr, dass du so offen über deine eigene Erfahrung, besonders mit dem Unfall, was sehr viel mysteriöse Sachen sind, wo man denkt, das kann eigentlich nicht sein, aber es dann doch geschieht. Und du hast eben einmal ganz kurz angesprochen, Seelenplan. Also können Ja. wir ja gar nicht, selbst wenn wir Träume vorhersehen können, durch Träume, den Seelenplan verändern. Nein. Und hier lass uns gerne, ich möchte hier gerne noch mal ein bisschen mehr in den Seelenplan reingehen und dafür werden wir noch mal, da freue ich mich jetzt eigentlich schon auf den zweiten Termin, da werden wir auch live rein oder rausgehen und dann dürft ihr vorab gerne, liebe Zuschauer, all eure Fragen schon mal zusenden an die liebe Alexandra oder auch an mich und nehmen wir dann mit. Und dann freue ich mich schon drauf auf den zweiten Termin rund um Seelenplan. Ich bin mega gespannt und ich freue mich. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke auch. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.